Deutschlandfunk hat am Februar einen Audiobeitrag über Generation Islam veröffentlicht. Natürlich ist der Anlass dieses Hetzbeitrages der aktuelle Genozid in Gaza. Man versucht mit diesem Beitrag uns und unseren islamischen Standpunkt zu diesem Konflikt ins Visier zu nehmen und uns als gefährliche Islamisten zu brandmarken. Relativ früh im Beitrag gehen die Macher auf unsere Essen-Demo vom November ein. Hört euch mal an, was sie hierzu zu sagen haben. Auf Demonstrationen, die Anfang November 2023 in Essen, Berlin und Frankfurt abgehalten werden, sind Allahu Akbar-Rufe zu hören. Die Kleiderordnung der Demonstranten sowie ihre schwarzen Banner mit arabischer Schrift wirken martialisch und erinnern an den IS, den selbsternannten Islamischen Staat. Dass unser Aussehen und die arabische Schrift martialisch auf die Autoren von Deutschlandfunk wirken, ist kein Problem der arabischen Sprache, sondern von Deutschlandfunk und nur Ausdruck ihres rassistischen und islamfeindlichen Blickes auf uns Muslime. Ich kenne das persönlich, ne? Dass manchmal ältere Menschen denken, sie wären lustig, wenn sie mir sagen, dass sie Angst vor mir haben aufgrund meiner Hautfarbe. Soll ich mich jetzt dafür entschuldigen, dass ich schwarz bin? Und genauso auch die Frage jetzt an Deutschlandfunk. Sollen wir uns jetzt dafür entschuldigen, weil wir Muslime sind und Arabisch ein wichtiger Bestandteil unserer Identität ist? Okay, warum wird das hier jetzt so erwähnt? Ganz klar, um beim Zuhörer das Gefühl von Gefahr und Angst zu erzeugen. Und dann wird in Bezug auf unsere Plattform, vor allem unsere Instagram-Seite, und hier der Appell an euch, dass ihr gerne unserer Instagram-Seite folgen sollt. Und zwar wird nämlich über unsere Instagram-Seite gesagt, dass wir durch unsere Stories dort emotionalisieren. Schauen wir mal, was hier gesagt wird. Das ist eben der primäre Zugang erstmal dieser Bewegung. Emotionalisieren, dann auch mobilisieren und dann ideologisieren. Und die Emotionalisierung wurde jetzt quasi schon vorgenommen durch die aktuellen Ereignisse. Das heißt, man muss das gar nicht mehr so stark befeuern. Das macht man natürlich, wenn man sich ihre Stories anschaut. Die posten Tag und Nacht einfach Bilder von toten Menschen. Also uns wird vorgeworfen, dass wir durch das Teilen der Videos und Bilder, also der Realität des Leidens unserer palästinensischen Geschwister, emotionalisieren. Das Problem ist also nicht, dass es diese Bilder und Videos, also diese Toten tatsächlich gibt, sondern dass wir diese Bilder teilen. Wie krank ist das bitte? Wenn man Israel daran hindern würde, einen Genozid in Gaza auszuführen, gäbe es solche Bilder nicht. Und wir würden auch nichts zahlen. Aber uns dafür anzugreifen, auf das Leid von Menschen, darunter Zehntausenden Kindern hinzuweisen, zeigt nur den moralischen Verfall bei diesen Pseudo-Experten und den Machern dieser Doku. So als Staat auch nicht anerkennen. Hauptredner in Berlin war ein Mann, der unter dem Pseudonym Ahmed Tamim bekannt ist. Aktuell das prominenteste Gesicht der Generation Islam. Ahmed Tamim, der quasi die Rede dort geführt hat, erzählt natürlich berechtigt von dem ganzen Leid, von dem ganzen Ausmaß der Bodenoffensive aktuell und zählt auch die ganzen Zahlen auf, erwähnt auch Hardfacts. Und dann schwankt es aber über, wenn dann quasi die Masse natürlich emotional eingeheizt ist, zu dem eigentlichen Gedanken, zu denen sie hinkommen wollen. Und man ruft auf einmal dazu auf, dass eben in den muslimischen Ländern eine Art Militärputsch geschehen muss, dass aus diesem Militärputsch ein aufrichtiger, ein guter Führer rauskommen muss. Und ganz, ganz zum Schluss erwähnt man dann das Wort Kalifat. Das ist das Haar. Ich habe in der Schule gelernt, dass man zunächst eine Realitätsanalyse macht und aufzeigt, was das Problem ist, um darauf aufbauen, dann die Lösung herauszuarbeiten. In unserem Fall, also im Falle von Palästina und dem Nahen Osten, ist das Problem die koloniale Ordnung und die Lösung das Kalifat. Wir haben zahlreiche Videos gemacht, wo wir die Idee des Kalifats benennen und nicht irgendwie versteckt, wie hier auch suggeriert wird, darstellen. Aber eigentlich will ich auf etwas anderes hinaus. Merkt ihr, wie gar nicht auf unsere Inhalte oder Argumente eingegangen wird? Es wird einfach erzählt, was wir sagen, und das wird dann einfach als islamistisch und gefährlich dargestellt. Nicht einmal wird argumentiert, warum ein Standpunkt von uns falsch ist. Warum ist es falsch, das Ende der kolonialen Ordnung zu fordern? Warum ist es falsch, mit dem Kalifat eine politische Staatsform zu fordern, die den Ideen und Gefühlen der dort lebenden Menschen entspricht und über 1300 Jahre lang gezeigt hat, dass ein friedliches Zusammensein aller Völker unabhängig von Religion und Herkunft möglich ist? Nicht einmal wird in dem gesamten Beitrag auf die Inhalte eingegangen und nicht ein einziges Gegenargument wird geliefert. Stattdessen wird einfach mit politischen Kampfbegriffen um sich geworfen und um sich geschmissen, wie Islamismus und Salafismus und so weiter und so fort. Ihr kennt die Begriffe. Und warum macht man das?
um uns auf diese Weise als gefährlich zu brandmarken. Und als wäre das nicht genug, wird auch noch offen über uns gelogen. Schauen wir uns mal an. Ob in den Reden bei den Demonstrationen in Essen und Berlin oder in den Internetauftritten, Videos und Bildern, die die islamistischen Gruppen im Minutentakt produzieren, zumeist wird darin auch Misstrauen geschürt gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft, gegenüber den Medien und der Politik. Und es wird Widerstand gegen den deutschen Staat empfohlen, weil dieser angeblich die Muslime unterdrücke. Fürchten wir lieber Allah und die Anklage der Mütter und Väter in Palästina Yawm al-Qiyama, anstatt uns vor den Repressalien zu fürchten, die vielleicht auf uns zukommen würden. Das, was wir hier ertragen, das vielleicht auf uns hier zukommt, ist nichts. Ist nicht mal ein Tropfen gegenüber dem, was unsere Geschwister dort erleiden. Deswegen Schande, Schande über jeden, der Angst hat, hier die Wahrheit zu sagen. Okay, da man nicht in der Lage ist, unseren Argumenten irgendwas entgegenzustellen, geht man also hier in diesem Bericht dazu über, offen zu lügen. Wir rufen zu Widerstand gegen den deutschen Staat auf. Das tun wir nicht, sondern fordern doch gerade von diesem Staat und seinen Organen und Repräsentanten ein, die islamfeindliche Assimilationsagenda einzustellen und unsere Rechte, die uns laut dem deutschen Grundgesetz als weltanschaulich religiöse Minderheit zustehen, zu gewährleisten. Und das beweist doch, dass wir den Staat als Staat anerkennen, denn es ist seine Verantwortung, uns unsere Rechte zu gewähren bzw. diese durchzusetzen. Und er selbst darf aufgrund seiner selbst auferlegten weltanschaulich-religiösen Neutralität auch keine repressiven inhaltlichen Standpunkte gegenüber unseren islamischen Positionen einnehmen. Gleichzeitig haben wir in zahlreichen Videos doch klar gesagt, dass wir Muslime uns hier an die öffentliche Ordnung halten. Klingt das etwa nach Widerstand gegen den deutschen Staat? Und dass der Bruder Ahmad hier auf dieser Demonstration die islamischen Akteure und allgemein die Muslime dazu aufruft, den islamischen Standpunkt zum Thema Palästina zu äußern und ihre Stimme gegen den Genozid an den Palästinensern zu erheben, ist doch etwas, das sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt. Oder gilt für uns Muslime jetzt die Meinungsfreiheit nicht mehr? Wenn diese Identität bedroht ist, dann lässt sich über solche Bedrohungsnarrative eben auch sehr gut mobilisieren. Die angesprochene Gemeinschaft ist bedroht, die Identität dieser Gemeinschaft ist bedroht und deshalb muss man Widerstand leisten und muss sich wehren. Okay, also wir sprechen hier also über ein reales Problem, sei es jetzt die Diskriminierung von Muslimen oder die hier angestrebte Integration oder besser gesagt Assimilationspolitik, also die Schaffung eines deutschen, liberalen, säkularisierten Islam und eine damit einhergehende Auflösung der islamischen Identität und Lebensweise. Wieder wurde keiner dieser Aspekte inhaltlich widerlegt. Es wird nur kritisiert, dass wir uns dazu äußern und uns positionieren. Und wenn das schon ausreicht, dass wir dadurch zu einem Problem werden, ist dieser Beitrag doch selbst ein Beweis dafür, dass diese Assimilationsagenda vorhanden ist. Denn der Beitrag zeigt doch, dass es schon ein Problem ist, wenn wir Muslime eine autonome, also eine unabhängige und von der vermeintlichen Mehrheitsmeinung abweichende Position zu einem Thema einnehmen. Das große Problem dieser Bewegung ist, dass sie eben quasi den Glauben politisiert haben mit ihrer Bewegung. Die haben die Frage der Partizipation an säkularen Staatsformen. Das ist eine Glaubensfrage in dieser Bewegung. Das heißt zum Beispiel für eine Person, die Realität Islam angehört oder auch den anderen genannten Plattformen, ist ein Muslim, der in Deutschland wählen geht und sich an einer säkularen Staatsform oder an parlamentarischen Demokratie partizipiert, ist kein Muslim mehr. Und die nächste Lüge. Ohne irgendeinen Beleg zu geben, wird behauptet, dass wir jede Muslime, die an dem demokratischen System partizipieren, als Ungläubige betrachten und sie auch als solche bezeichnen. Und auch wenn sie suchen würden, sie würden hierfür keine Belege finden, denn es gibt keine. Guckt euch doch den offenen Brief von Ahmad an. Wir verlinken ihn auch gerne in der Videobeschreibung. Da sieht man doch, dass wir alle Geschwister der muslimischen Community als solche adressiert haben. Und auch wenn wir wissen, dass sie in Teilen andere Standpunkte vertreten als wir, sehen wir sie als Teil der muslimischen Community an. Meinungsunterschiede besprechen wir direkt mit unseren Geschwistern und übergeordnet betonen wir immer, das, was uns verbindet, ist größer als das, was uns trennt. Wenn man sich ihre sogenannten Analysen anschaut über Bundestagsbeschlüsse oder über Aussagen aus dem Innenministerium, dann zeigt man eine vermeintliche Assimilationsagenda, also die benutzen auch dieses Wort, auf die das Ziel hat, die muslimische Identität in ihrer eigentlichen Art, in ihrer authentischen Art zu verändern und quasi einer liberalen Gesellschaft anzupassen.
Wieder wird nicht verargumentiert, warum unsere Analysen angeblich falsch sind. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Wir sind wirklich bereit, vernünftig über unsere Standpunkte zu diskutieren und ich würde hier gerne sitzen und auch auf Gegenargumente eingehen. Aber die Macher dieses Beitrages und ihre Pseudo-Experten bringen ja keine. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal darauf hinweisen, dass diese Idee eines Euro-Islams schon sehr alt ist. Beispielsweise der Politikwissenschaftler und Reformer Bassam Tibi diesen Begriff Euro-Islam schon vor über 30 Jahren in den Diskurs eingeführt und hat zum Beispiel gesagt, im Euro-Islam gibt es keine Scharia und kein Dschihad. Wir sollen uns also unter anderem von der Scharia distanzieren und diese ablehnen. Und auch Otto Schiele hat doch schon 2002 gesagt, dass die Assimilierung die beste Integration ist. Und zuletzt vielleicht noch eine Aussage von Markus Kerber. Er war bis 2021 Staatssekretär im Bundesinnenministerium und galt auch damals als die treibende Kraft der Deutschen Islamkonferenz, DIK, die ja auch ein Instrument des Staates für die Assimilationsagenda ist. Und zwar hat er gesagt, unser Wunsch ist, dass die in Deutschland lebenden Muslime eine in der deutschen Sprache, in der deutschen Kultur wurzelnde eigene Interpretation ihres Glaubensdaseins, ihrer kulturellen Selbstbestimmung entwickeln und umsetzen. Und das wäre dann im Endeffekt eben ein deutscher Islam. In der digitalen Reichweite, in der geschickten Zuspitzung und dem geradezu kampagnenartigen Marketing ihrer Ideen liegt die besondere Gefahr, die von diesen Gruppen ausgeht. Generell versuchen die erstmal auf Themen aufzuspringen, von denen sie meinen, dass insbesondere die muslimische Community auf diese Themen ansprechbar ist. Ja, worüber sollen wir denn sonst als islamische Plattform sprechen? Ich meine, sollen wir jetzt darüber sprechen, ob der FC Bayern doch noch Meister wird oder nicht? Ist doch klar, dass wir über Themen sprechen, die im Besonderen die muslimische Community beschäftigen. Und die springen auch nicht auf Themen auf, sondern wollen mit unseren Beiträgen der muslimischen Community den islamischen Standpunkt in den für uns relevanten Bereichen, vor allem den gesellschaftspolitischen Themen, mitgeben. Ich meine, es ist ja nicht so, dass nur wir als Generation Islam über diese Themen sprechen. Auch andere Plattformen bringen doch Videos zu den Themen wie Assimilation, Raza und Co. Und das ist auch gut so und zeigt doch nur auf und bestätigt, dass das nun mal die Themen sind, die die Muslime interessieren. Hier sieht man wieder, dass es für Deutschlandfunk schon ein Problem darstellt, wenn wir als Muslime einen eigenen islamischen Standpunkt formulieren und ihn euch auch mitgeben. Wir Muslime dürfen wohl keine Meinung zu gesellschaftspolitischen Themen haben, ohne sofort als Islamisten oder als Gefahr abgestempelt zu werden. Und das ist ein weiterer Beweis für die Assimilationsbestrebungen. Wir Muslime sollen unseren Standpunkt, unseren islamischen Standpunkt aufgeben und den vom Staat festgelegten Standpunkt annehmen. Das ist doch Assimilation in seiner reinsten Form. In ihren digitalen Strategien zeigt die Generation Islam Ähnlichkeit mit der sogenannten identitären Bewegung. Die hat sich im rechtsextremen Milieu hervorgetan, durch medienwirksame Aktionen und ausgefeilte Social-Media-Auftritte. Auch die identitäre Bewegung hat verstanden, dass man in einer globalisierten Welt unter dem Label Identität erfolgreich auf Menschenfang gehen kann. Sowohl bei den identitären Bewegungen, bei den Rechtsextremisten, als auch bei den Islamisten, weiß man halt, dass man praktisch über so einen Begriff eben sehr gut mobilisieren kann. Und darum geht es ja eigentlich. Der Politikwissenschaftler Martin Kahl beschäftigt sich auch mit den Gemeinsamkeiten islamistischer und rechtsextremistischer Bewegungen. Die Mittel sind sehr ähnlich. Diese Online-Affinität, das Faible für Kampagnen. Die Behauptung ist also, dass wir unseren Stil von der identitären Bewegung kopieren würden. Also erstmal ist es, wenn überhaupt so, dass sie von uns kopieren, weil die Identitären in Deutschland erst 2015 durch bundesweite Aktionen auffielen und unsere Plattform seit 2013 öffentlich aktiv ist. Aber so weit würde ich gar nicht gehen, weil weder wir noch die identitäre Bewegung diesen Stil erfunden haben. Es handelt sich jedoch um Kommunikationstechniken und Strategien und Instrumente, die alle aktivistischen Bewegungen und Akteure nutzen, seien sie jetzt im rechten oder linken, grünen oder islamischen Lager verortet. Ich meine, Vertreter der identitären Bewegung sprechen doch selbst offen darüber, dass sie das Greenpeace von rechts sein wollen und sich in ihren Aktionsformen an dieser und ähnlichen Organisation orientieren. Ich meine, hier sagt es zum Beispiel der damalige stellvertretende Vorsitzende der Identitären, Daniel Fies, als er gesagt hat, das Greenpeace von patriotischer Seite. Folgt jetzt daraus, dass Greenpeace auch eine gefährliche rechtsextremistische Organisation ist? Ich meine, die beiden Bewegungen ähneln sich ja halt in ihren Aktionsformen. Da muss doch jetzt mehr dahinter stecken, oder? Ihr seht, wie schwachsinnig diese Verknüpfung ist. Und sie dient nur dazu, diese Nazi-Keule in unsere Richtung zu schwingen. Man will damit indirekt sagen, dass wir auch Faschisten seien.
Und das ist lächerlich und typisch für diese politische und mediale Auseinandersetzung in Deutschland, bei der es scheinbar immer darum geht, den politischen Gegner als Faschisten oder zumindest in die Nähe des Nationalsozialismus zu rücken. Sogar die AfD nutzt diesen Begriff, wenn sie über Ökofaschismus, grünen Faschismus oder Linksfaschismus spricht. Rechte, Linke, Grüne und Muslime, jeder ist ein Faschist, je nach Perspektive, aus der der Vorwurf vorgebracht wird. Wir von Generation Islam werden uns an diesen Schubladendebatten nicht beteiligen, sondern suchen die inhaltliche Auseinandersetzung. Wer also bereit ist, sich tatsächlich unseren Argumenten zu stellen, der ist herzlich willkommen. Teilweise gibt es aber auch inhaltliche Entsprechungen. Antipluralistisch und antidemokratisch lehnt diesen Rechtsstaat, den wir in Deutschland haben, ab. Und man trifft sich in Punkten wie beispielsweise, was Fragen von Sexualerziehung und sowas angeht. Also da findet sich schon sozusagen was, so eine konservative Weltsicht. Die findet man dann dabei. Mir ist nicht bekannt, dass sich die identitäre Bewegung für das Kalifat in der islamischen Welt einsetzt und für den Erhalt der islamischen Lebensweise in Europa. Wir operieren nicht mit diesem Volksbegriff im Sinne des politischen Subjekts. Wir denken nicht in den Kategorien des modernen Nationalstaates und halten auch nichts vom sogenannten Ethnopluralismus. Es ist daher einfach nur absurd, dass man hier versucht, eine inhaltliche Nähe zwischen uns und der identitären Bewegung zu konstruieren. Sie wollen uns doch am liebsten deportieren und, wie sie sagen würden, remigrieren. Und wir für unseren Teil waren doch seit Jahren schon vor dem Rechtsruck in Europa und speziell Deutschland und haben schon vor Jahren davor gewarnt, dass solche Bewegungen und Parteien immer mehr Zulauf bekommen, wenn die sogenannte Mitte, also die Leitmedien und Politiker der Volksparteien, gegen Migranten und Muslime hetzen und uns als Problem darstellen, dass es zu lösen gilt. Die sogenannte Leitkultur, die Islamdebatte, die Integrations- und Assimilationspolitik, all das haben doch die sogenannten Parteien der Mitte erfunden und in die Gesellschaft getragen. Und dann ist es doch kein Wunder, dass auch andere Lösungen entstehen, von Deportation bis hin zu physischen Angriffen, die in Terroranschlägen wie in Hanau münden. Und hier erkennt man, wer tatsächlich was mit wem zu tun hat. Sowohl auf inhaltlich weltanschaulicher Ebene, als auch in der politischen Dynamik, Volk, Nationalstaat, Auflösung weltanschaulich religiöser Minderheiten, all diese inhaltlichen Aspekte teilt die sogenannte politische Mitte doch mit den identitären Bewegungen. Und diese nimmt diese Punkte einfach nur auf und spitzt sie immer weiter zu, um die Grenze, bis wohin Ideen und Meinungen noch akzeptiert werden, immer weiter nach rechts zu schieben. Abgesehen davon gab es noch andere Vorwürfe in diesem Beitrag, die ebenfalls nicht belegt wurden. Ein Beispiel, wir seien Antisemiten. Und darauf haben wir auch schon in vielen Beiträgen geantwortet, aber um es vielleicht an dieser Stelle noch einmal klar und deutlich zu machen. Als Muslime bekennen wir uns zum Existenzrecht jüdischen Lebens. Und dass es sich dabei nicht um eine Lehrformel handelt, hat die Geschichte immer wieder bewiesen. Das Kalifat hat jüdisches Leben geschützt und immer wieder Juden aufgenommen, wenn sie hier in Europa mal wieder gejagt wurden. Unsere Kritik und unsere Ablehnung richtet sich explizit gegen den Zionismus, welcher im Kern nichts mit der jüdischen Religion zu tun hat. Deswegen gibt es doch auch zahlreiche Nichtjuden, die sich explizit zum Zionismus bekennen. Und die Gleichsetzung des Zionismus mit seiner Verbrechen, mit dem Judentum, ist hochgefährlich und bringt Juden in Deutschland tatsächlich in Gefahr, da sie alle Juden für den zionistischen Verbrechen in Haftung nimmt. Diese Gleichung lehnen wir in aller Klarheit ab. Unsere Kritik richtet sich gegen eine politische Idee, die sich in der kolonialen Ordnung im Nahen Osten und im Fall von Raza in Form brutalster Gewalt manifestiert, und wir werden diese Kritik weiterhin äußern und im Gegensatz zu Deutschlandfunk mit Argumenten und Belegen überzeugen und nicht mit plumper Hetze und offenkundigen Lügen.